Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Wir geben Gas. Und wir versuchen jetzt einmal, weil wir ja eh kontinuierlichen Mangel an allem haben in dem Spiel. Gehen wir mal, ich bin letztens noch rumgelaufen. Ich habe hier, also da ist ein Haus, das zugemacht ist. Da müssen wir mal schauen, wie wir da reinkommen. Aber ich habe hier eine Burg gefunden, die ziemlich nahe dem Wasser ist. Wir werden hier runterlaufen, versuchen da einzudringen und werden daraufhin da drinnen ohne reinklettern und werden versuchen, da drinnen eine Base, die Base zu richten. Frick, wir brauchen dann aber zwei Ballisten. Drei, die was mir in die Richtung. Weil ist bei jeder von diesen scheiß Burgen hier, die da überall stehen. So, die, was ihr seht. Es sind immer irgendwo ein Flugviech in der Nähe. Und ich möchte wissen, ob die Ballisten die vom Himmel kriegen. Wenn ja, schützen sie uns. Wenn sie es nicht schaffen, haben wir Pech. Aber die Burg ist unzerstörbar und man kann die mittleren Türme untergraben, habe ich gehört. Das heißt, wir marschieren. Soll es anders sein? Muss ich das gleich rein? Ja. Die besten Sachen. Also wir marschieren jetzt Richtung Ashlands mit einem Portal im Schlepptern 50 Holz. Versuchen da hinzukommen. Dort wird es ein Mordsangekämpfe werden. Das kann, muss jeden Gas sein. Da wird es abgehen. Das wird nur scheppern wieder. Andererseits wurden die Mistlands leicht genervt. Geh weg. Erst geh. Verpiss dich da! Hoppla. Diese Händel da. Jetzt habe ich meine ganze Deko. Also nicht meine theoretisch, aber. Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe es freilassen können. Ich hätte es freilassen und hätte es ermordet. Es bräuchte ein Butcher-Messer dafür. Gibt es ja hier, glaube ich, auch schlechter Messer. Auch so eine Idee. Auf jeden Fall war heute ein Patch, dass ja die verschiedensten Gegner gelockt wurden, auch durch das Knistern irgendwie von Feuer oder irgendwie so mit dem Verglühen. Und nicht nur, wenn ich Lärm mache. Es hat natürlich wesentlich mehr Leute an, Gegner angezogen, als eigentlich geplant war. Wie viel mehr? Tja, Leute, ich bin zum ersten Mal jetzt in die Ashlands wieder. Seit letztens. Gestern habe ich ein Part ohne Twitch gemacht. Das lag aber nur daran, weil ich erst gegen 22 Uhr überhaupt vom in den Keller kommen bin. Also mein Gaming Room. Und da 22 Uhr brauche ich nicht mehr beginnen. Das ich brenne. Oh, scheiße. Mit dem neuen Essen und Live, der mich echt interessieren, wenn ich das 90, 95, 100 Live rein habe, dann müsste ich ja 300 Live haben. Zweimal Live, einmal Ausdauer, aber so eine Dreier-Kombo bringt mir hier leider nichts, muss ich sagen. Es bringt mir hier, glaube ich, gar nichts, wenn ich hier einmal Essen, einmal Item bedingt, dann kann ich alles ein bisschen, aber ich glaube einfach nicht, dass ich irgendwas davon wirklich gut kann dann. Muss ich jetzt immer mitnehmen. Die Karte da oben stimmt irgendwie nicht ganz.
Und irgendwie schon, aber... Ah, den will ich nicht. Deshalb verwende ich auch Mana. Weil Ausdauer wäre jetzt am Ende gewesen für jeglichen Nahkampf. Bin ich schon da, wo ich hin muss? Ah, wirklich? Irgendwohin flüchten, weil ich brauche meine Kompagnons hier. Jetzt hier. Vogel muss weg, weil der macht mich wieder platt machen. Mein Schild lebt noch. Cool ist, weil die wieder runterfallen. Wie gibt's denn von der? Einer weg. Zwei weg. Na du. Ist mir wurscht, dass du tust da unten. Jetzt geht's an. Wir müssen dahin. Wir werden jetzt unsere Armada zusammenrufen. Und hoffen, dass sie nicht ins Wasser hüpfen. Eigentlich bin ich ja doof. Eigentlich könnte ich hier alles aufräumen. Hier mein Notfallportal aufstellen. Wenn ich sterbe, kann ich jederzeit wieder daher, was natürlich wesentlich gescheiter wäre. Skeletti, du bist ein Fernkämpfer, soweit ich weiß. Du darfst ruhig auch schießen. Das hat da niemand verboten. Weißt du was? Lass gut sein. Lass gut sein. Passt schon. So. Oh ne.
Scheiße, ich habe gedacht, ich stelle es noch auf, bevor das jetzt explodiert da. Jetzt ja? Genau deswegen habe ich mehr Holz mit. Es ist wie mit den komischen Hühnern da gerade. So, wir werden jetzt nach unten gehen. Einfach deswegen, weil ich nicht will, dass die mein Portal da oben platt machen. Ich hoffe halt mal, dass es eine Weile steht. Es muss ja nicht ewig stehen, aber... Oh. Hey, es gehen vier. Okay, es gehen vier. Da drüben ist die Burg mit dem Riesenvogel. Kann man darüber irgendwie? Mal kurz darüber. Ich habe sicher die Zwerge auch schon getroffen. Bin ich ja völlig entgeistert davon. Ja, mal schützen. Diese Idioten nicht immer genau vor mir herumrennen würden. Oder nicht immer genau in die Lava. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich schon darüber. Da hinten rum rings auch vorbei. Und hier? Ne. Oh, ich kann die Dinger da abernten. Die brauche ich ja sowieso immer wieder.
Lass mich anscheinend in Ruhe. Okay. Auch nicht. Gut, aber der andere anscheinend. Sehr schön. Dann holen wir sich den Rest. Ah, falsch. Man trifft gut. Jetzt nehmen wir. War, das war knapp. Scheiße! Scheiße! Keine Ahnung, ob das Spawner sind, aber es schaut mal komisch aus. Jetzt laufen wir wieder ein bisschen. Thank you.
gut, dass Nacht wird. Alter, ich sehe wirklich nichts. Ich muss wirklich schauen, dass ich immer wieder immer meinen Schutz mache, weil sonst bin ich tot. Es werden schon weniger. Das Problem ist, ich muss da raus. Jeder, der stirbt, ist einer weniger, der mich bombardiert. Und jeder, der stirbt hier, bringt mich ein Stück näher an meine Festung an, die ich ja anscheinend eh nicht wirklich damagen kann. Ich hab meinen Freund da unten zu stabil, ne? So. Huch. So, die Burg gehört einmal uns. Soweit ist mir sicher. Wir haben noch nicht genug mit zum, wir müssten jetzt unser Portal holen. Ich bin nicht sicher, ob man hier genug Mats... Naja. Was bräuchte man? Haben wir nicht mehr. Die Augen. Ja, die 10 Dwergeraugen, die gehen jetzt nicht. Die kriege ich hier nicht hin. Gut, das heißt, ich muss jetzt an Land zurück. Das heißt, ich müsste nach Norden, die Richtung. Durchs Portal mit Holz zurück und dann Portal abreißen. So hört sich's nach dem Plan an. Nachher schlafen gehen natürlich, wenn jetzt einmal pennen gehen dazwischen. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Burg eingenommen. Und das würde ich jetzt mal einfach sagen. First try.
Wenn es nicht so scheiße finster her wäre, wo es eh alles brennt. Das kann es doch nicht sein. Oh. Leck, Arsch. Leck mich am Arsch. Aber, also alles in allem muss ich schon sagen, ist das wesentlich besser gegangen, als ich glaubte. Also ich habe mal gedacht, wir werden da jetzt völlig Probleme kriegen. Unser Essen da unten geht sogar gerade aus hier. Da. Komm mal pennen. Da werden wir sich jetzt aber das Normale reinpfeifen. Und dann brauche ich nicht mein Super-Duper-Essen dafür, glaube ich. Ist unnötig. Ja. Was? Nein, nicht das. Zwiebel und das Ding brauche ich dafür. Zwiebel und das andere. Nicht das. Zwiebel und das da. Beine, blaue Jute. Lumpat. Oder stell dir mal drei her. Na, das ist ja praktisch. Das habe ich vorher absolut nicht mitgekriegt, finde ich, aber ehrlich gesagt gerade voll cool. Dieses komische Biergebräu habe ich da immer, habe ich da gehabt, das da. Das blaue Teil. Die Beeren. Ja, ich muss so einen Vernichter dann mal bauen, weil irgendwie... Da habe ich die ganze Zeit 100.000 Sachen, die ich wegwerfen kann, aber irgendwie nicht irgendwie wo sinnvoll hin. Es fehlen diese Teile? Da, mal, ob wir die haben. Hey, Pappe! Alles gut? Bei dir? Ja, das freut mich. Sehr schön. Ja, tu doch. Ein bisschen Debris bin ich gerade. Weil Age of War, das, was ich vorher probiert habe, das war wirklich gut in der Ding. Das war echt gut. Aber irgendwie hat es mich jetzt in der Final ein bisschen enttäuscht. Muss aber ehrlich sagen, dass 30 € für das Spiel ein bisschen viel ist. Also nicht, weil es schlecht ist, aber das ist also, ich glaube, nicht wert. Bin ein bisschen enttäuscht davon gerade. Ich habe mal gedacht, das wird ein Spiel, was ich jetzt eine Weile zocken kann wieder. Aber dadurch, dass Valheim ja genau kurz vorher, eher Woche vorher jetzt ungefähr erschienen ist, ein paar Tage vorher, Entschuldigung, ist ja nicht so, dass wir nichts zu tun hätten, aber trotzdem. Ich hätte mal halt geglaubt, dass das besser wird. Naja. Soll so sein, kann man nicht ändern. Na, sonst alles okay. Das werden wir jetzt auch immer reinpfeifen da. So, zurück, zurück, zurück. Wir nehmen gerade eine Burg in die Nebellande ein. Extra, in die Nebellande, Gott bewahre. Wobei es da jetzt auch nicht heller war. In die Ashlands. Ich müsste nur geschwind pinkeln gehen. Oh, falsches Portal. Werde ich noch geschwind machen. Ich gehe noch geschwind pinkeln. Ja, ist PTR, ja. Es fehlt eigentlich nur noch, glaube ich, das mysteriöse Ding und der Boss. Dann haben wir es eh schon wieder durch.
Dann werden wir vielleicht, wenn uns langweilig ist, auf dem Community-Server anfangen. Oder ich mache was ganz Crazyes. Wir starten in No Man's Sky neu. Auch als Dauerprojekt. Wobei am 1. Mai erscheint ja wieder das nächste gute Spiel. Also kann man es ja prinzipiell eh schon wurscht, wie man es macht. Ist schon egal. Hier mal. Na, ich hab in No Man's Sky, weiß ich noch, habe ich einen S-Klasse-Frachter, das Living Ship, irgendein S und ein, zwei andere S-Klasse-Schiffe. Auf jeden Fall weiß ich, war alles voll. Hey Stefan! War alles voll mit in dem Frachter drin. Eine Siedlung habe ich mal angefangen bei der Hälfte, dann glaube ich bin ich gegangen, weil irgendwas buggt hat. Da war es, wie es released ist, das Zeug. Und die letzten drei, vier Updates habe ich nicht mehr mitgemacht. Und ich würde da gerne mal wieder anfangen. Ich weiß aber nicht, ob ich komplett neu anfangen muss überhaupt. Weil der Stefan hat mir ja netterweise nachgeschaut letztens, dass das geht. Mit einem zweiten Save Game. Aber es wäre natürlich auch... Ich kann es auch nicht sagen, wirklich. Ich weiß nur, dass das im Endeffekt sicher cool wäre. Sicher Mörder cool wäre, jetzt an Anfang. Und dadurch, dass Age of Waters jetzt zur Ape-Eule gegangen ist, ist das ja gar nicht schlecht. Aber Leute, ich zitter schon vor mich hin. Ich muss nur geschwind pinkeln gehen. Bin gleich wieder da. So, sind wieder hier. Das ist mir ohne Übergang so schnell, als gehen müssen. Ja. Schauen wir mal, jetzt machen wir mal Valheim fertig. Wir sind auf Zeit. Am 1. Mai erscheint das nächste Spiel, das mich interessiert. Und ich hätte noch ein lustiges Game für euch. Wenn ihr irgendwas Witziges zum Spielen sehen wollt, was ich mir echt überlegt habe, ob ich es kaufe, dann schaut euch Whiskers Water an. So wie Whiskers, das Katzending. Das Futter. Das ist heute erschienen. Das ist ein Katzen-MMO, wo es, was sich ums Angeln dreht. Also nicht MMO und Katzen. RPG. Du machst deinen Katzencharakter und eigentlich geht es im Spiel ums Angeln. Verschiedenste seltene Fische aus verschiedensten Dingen kannst du verhandeln mit Leuten und alle und du rennst irgendwie und alle sind Katzen dort oder so. Ja, das hört sich freaky an, ist es auch. Aber es ist irgendwie schon wieder so freaky, dass es schon wieder irgendwie cool wäre. Ich weiß aber gar nicht, was das kostet. Ich habe nicht geschaut auf den Preis. Kann auf jeden Fall nicht Welten sein, glaube ich. Würde ich jetzt mal vermuten. Ich brauche andere Lichter hier. Weg. Bleiben wir lieber so blau wie der Hintergrund. Gut. Abmarsch. Mit Holz. Nein. Nein. Da wäre das. Gibt es einen Sortieren-Knopf? Irgendwer hat mal in irgendeinem Spiel mal gesagt, ja, da. Und ich denke mir noch, hey, das habe ich noch nie gewusst. Ich weiß aber nicht mehr, ob das hier war. Schaut schon mal gut aus. Ah, ja, das passt. Wo ist denn mein Notfallportal? War hier das hier, gell? Ja, mal rein. So. Bei Tageslicht rüber. Dann dekorieren wir. Dann wird's richtig lustig. Zwerg hat's gemacht, sehr schön. Zwergen, Auge, Ding, alles da. Abmarsch. Ich weiß, sie verrecken jetzt am Weg hin, aber hier gibt es manchmal so grüne Viecher. Die Typen hier sind gutes Kanonenfutter. Und mit Schild sind sie sogar voll brauchbar. Da kommt schon das grüne Viech.
Asksfin. Klingender Name. Meine war, glaube ich, schildlos. So kann man sich mit Stress selbst alles vermiesen. Wie bist du jetzt dahergekommen? Im Normalfall sollte da ja nichts reinkommen. Hm. Eigentlich können wir es Quint drin lassen auch. Stellen hier mal auf die Seite das Portal auf. Pass auf. Falsches Spiel. So. Und das mal hierher. Irgendwo in die Ecke da. Nichts, so, passt. Sehr gut. Wir haben's. Fick dich. Welcher Gegenstand? Das Zahnrädchen. So geht das nicht. Danke, Stefan. Ich hab das, ich kannte das nicht. Was bringt man das? Ich habe mir eigentlich mit dem normalen Katapult jetzt gerechnet, dass ich als Vogelabwehr aufbauen wollte, nämlich das hier. Ich habe gedacht, ich stelle in die Richtung, mit der Einrichtung spawnen immer Vögel. Stelle ich die auf? Drei davon oder so? Die müssten ja dann die, hoffentlich die Vögel vom Himmel schießen, aber jetzt haben wir ja auch das hier. Für was ist denn das gut? Ich meine, ziemlich sicher nicht für die Vögel. Wäre die Frage, aber solche ballistischen, ich auch nicht, ja. Die Frage, ob ich so eine ballistische Munition wo habe. Ich habe die aber vor kurzem wo gesehen. Gut, eins nach dem anderen. Wir machen jetzt da. Wir legen das hier alles mal wieder hier ab. Was geht? Schaut gut aus, mal vorher. Das nehmen wir, das wegkommt. Ist nur, das wegkommt. Dann werden wir versuchen, die Grauzwergenaugen werden wir suchen. Jetzt kriegen wir. Schauen wir mal nach. Gleich wieder da, YouTube. So, YouTube. Wir sind jetzt schon am Geschosse herstellen. Wir haben hier genug herum gefunden. Wir werden jetzt ein paar Geschosse herstellen. Was ist das mit? Und dann werden wir da runter gehen.
und uns mal das, die Defense mal aufstellen. Ich weiß natürlich, ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ich habe kein Video drüber gesehen, ich weiß es nicht. Aber ich werde mal versuchen, da, ob ich da irgendwo eine Balliste hinstellen kann. Ich weiß nur, die brauchen garantiert wieder viel. Munition. Na schade, einer mehr noch. Na, da nicht. Müsste ich die ganze Strecke dahin laufen wieder, nur wegen einem Portal. Muss ich das? Ja. Ne, Scheiße. Okay, YouTube, ich sage euch jetzt mal, was passiert, ja? Ich blende euch jetzt weg. Mit den Twitcher laufe ich live jetzt nochmal die ganze Strecke da runter und nehme ein bisschen Eisen mit. Dann stelle ich das Portal da unten auf. Dann freue ich mich. Aber es geht anders nicht. 30 Steine und 2 geschmolzene Sörtlingkern. Molten Core! Molten Core! So, wie gesagt, Leute, so machen wir es jetzt. Bis gleich. So. YouTube, wir sind wieder hier. Wir haben das Ganze, ich habe meine Leiche geholt, bin hingelaufen, bin gestorben, bin dann kurz vor der Base gestorben, bin rausgeküpft, habe meine Leiche geholt, bin rein, habe das Portal aufgestellt und jetzt steht das da drin. Jetzt sind wir gerade am Weg hier. Jetzt werden wir hier die alles ablegen, was wir jetzt nicht brauchen, dass ich mal mich ein bisschen da orientieren kann. Das zum Beispiel brauche ich überhaupt nicht. Und werden jetzt da mal einen Schildgenerator noch machen. Das heißt, wir brauchen hierzu, jetzt habe ich ja das meiste abgelegt, Keramikplatten, das heißt Black Marble. Machen wir hier. Die Keramikplatten braucht man da. 5. Also einmal, gut, stellen wir das her. Einmal das. Das. So, jetzt haben wir einen Schildkern. 5 Eisen, 5 Kupfer. Irgendwie ist die Musik ja absolut geil beruhigend. Übrigens schalte ich immer das Escape ein, weil ich das abbrechen will. Das geht aber, wenn ich im Baumodus bin. Das ist so eine Angewohnheit von Zig-Spielen. Passt. So, los.
keine Werkbank. Ja, dann nehme ich mal auch, da ist eine Werkbank. Na bitte! Und wäre es jetzt eigentlich an der höchsten Zeit, kann ich diese Teile hier abbauen? Nein, kann ich nicht abreißen. So, zurück. Schauen wir mal, ob die Katapulte auch mal einen Sinn haben. Mechanische Federn, 3, das sind 9. Hab ich für meinen Plan. 9 mechanische Federn. 9 mechanische Federn. 9, 27 und 9. Mal, geht sich aus. Eins. Zwei. Siehst du, die wäre auch nicht zum Porten gegangen, der Scheiß. Eine nachher noch, dann kann man sich bewegen. Jawohl. So. Mechanische Feder. 30 Yggdrasil und 30 Schwarzholz. Ah, Schwarzmetall. 30 Yggdrasil. 10. Ah, nur 30. Ich komme! Ich komme! Miep. Die ballern ja nicht mehr auf alles, sie haben es ja mal geändert. Vielleicht sind die für die Burgverteidigung wenigstens was gut. Finster wird es bald. Schauen wir, ob wir das hinbringen. Was ist für ein Geräusch? Ne. So, pass auf, da ist nichts. Aber in die Richtung normalerweise kommt hier. Stabil, Gott. Ach komm. Nervt nicht.
Ja. Also richtig glücklich bin ich mit der Platzierung da nicht. Noch viel unglücklicher mit der Position, wie er gerade stehen bleiben ist. Bräuchte ich wirklich eine Trophäe als Ziel? Habe ich aber nicht. Oh ja, oh, ich habe von diesem riesen Geier eine Trophäe, glaube ich. Das ist gar nicht so blöd. Das kannst du mich gerne haben. Jetzt zeige ich was. This is my motherfucking house, Alter. Meins. Meins, meins, meins. Kann mich gerne haben. So, jetzt graben wir sich da noch rein. Jetzt ist er ruhig. Warten wir noch schnell zurück. Dann graben wir sich da rein. Gehen wir zuerst nochmal zurück. Nur schauen, ob ich so eine Trophäe habe, aber das ist, eigentlich ist das Ganze ja keine schlechte Idee. Das ist jetzt mal meine Burg hier. So, viel mehr können wir jetzt hier eh nicht gleich mal absetzen. Dann werden wir jetzt mal was checken. Was für Trophäen haben wir? Keine. Den komischen Asksfin. Irgendwo hier habe ich einen Vogel abgelegt. Da. Das ist der Vulkangeier. Den habe ich zweimal. Das Problem ist, das darf ich nicht fixling, weil wenn ich den Vulkan da reingebe in beide, in zu viele, dann habe ich das Problem, dass auf den anderen Vogel nicht geschossen wird. Außer ich stelle noch ein paar Ballisten auf. Ich will ja nur, eigentlich will ich nur nicht, dass er auf den Boden schießt, auf die Bodenkreaturen. Also könnte man theoretisch, könnte man ja wirklich.
komm. Was? Danke. So, Leute. Wir sehen uns gleich. Achso, Twitch ist eh da. Wir sehen uns gleich wieder in YouTube. Ich pausiere mal kurz und wir bauen da kurz noch was hin. So, Leute. Ja, wir haben jetzt einiges hier aufgebaut. Ich bin ja hergekommen mit einer Leiter darauf, hab das da oben hingesetzt. Und hoffe, dass diese Burschen hier den Zweck erfüllen und alles verteidigen. Das heißt, wir nehmen hier jetzt den Rest noch mit nach Hause. Können wir jetzt ja. Nehmen dann. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwie wirklich. Ach, lass mal's auf alles ballern, ist eh wurscht. Was soll's, ist ja egal. Wir machen einfach mehr Munition. Schauen wir mal, ich schau einfach mal nach, wie schnell die leer wird. Weil wenn wir nicht in der Nähe sind, ist halt die Frage, ob da überhaupt was spawnt. Immer wieder so das Rädchen, Spawn-Kill, ob das überhaupt läuft. Wenn wir ganz weit weg sind zum Beispiel. Man kann mir schon vorstellen, das läuft ein bisschen. Aber andererseits... Wissen tue ich es nicht. Muss ich ehrlich zugeben. Wissen tue ich es nicht. So. Heißt, wir gehen Pfeile machen. Ein paar Pfeilchen. Ich hype euch jetzt mal auf 11 Zuschauer. Geilsten. Die Wickedlinge ist die geilsten. Aber das wisst ihr. Aber manchmal ist es schön, wenn man es gesagt kriegt, auch wenn man sie weiß. Ihr könnt auch ein kleines Feuerwerk haben, wenn ihr wollt. Tling. Einmal kommt's noch. So, bauen wir sich was. Und jetzt, aber muss ich mal sagen, die YouTuber werden hier jetzt langsam gehen, weil der Part dauert 58 Minuten. Die Twitcher natürlich bleiben noch hier, wir bauen noch ein bisschen. Aber so oder so, es ist einfach nur cool. Vor allem, dass Leute hier so zahlreich zuschauen immer und ich finde das, also für mich, ich finde das total super. Es ist jetzt, also normales müsste man euch ja applaudieren. Tue ich jetzt auch. Und YoDive, du hast recht. Ich hatte den gleichen Gedanken vor ein, zwei Tagen, weil ich mir gedacht habe, ja, stellst du es wohin? Ich habe jetzt nicht gedacht, scheiße, das ist viel zu groß. Ich habe aber nur in die gleiche Richtung gedacht. Ich bin da gestanden mit dem Ding an der Maus hängen. Und habe mir gedacht, das passt da nicht her. Also, gleicher Gedanke, anderer Wortlaut, ne? Ich habe gedacht, das passt da nicht her. Wie soll ich den Scheiß jetzt das irgendwo hinkriegen? Vergesst nicht, es gibt ein Giveaway, Leute, gell? Ruft euch ein Ticket. Wer 500 Punkte hat, kann sich ein Ticket kaufen. Wicked Points. Zu erfahren, glaube ich, mit Ruft euch ein Points. Und das erste ist gratis. Man braucht aber, glaube ich, trotzdem genug. Das ist ein Steam Key. Ein kleiner. Kein 50 Euro, sage ich gleich dazu. Falls wer keine Lust hat drauf. Aber kann jeder mitmachen, wie er will. Aber nur ruft euch ein Ticket. Oder Ticket mit Anzahl, wenn es mehr sein sollen. Der Prinz zum Beispiel könnte sich, ich weiß nicht, wie viele Tickets kaufen. Es kann auch jeder, der gerade zukommen ist und die Punkte hat, noch eine Stunde, zwei, da ist hier mitmachen. Ich whisper den Winner dann an. Wenn nicht, schreibe ich es mir auf und warte, ob der Winner wieder mal vorbeischaut. Es gibt nämlich Leute, die was dann die Whisper von Fremden blockiert haben und wenn der dann gewinnt, schreibe ich mir das in eine Liste. Das steht bei mir in meiner
in meinem Tabellendokument steht da nicht claimed oder unclaimed. Oder offen halt. Somit bleibt der Sache, so, ich geht da nicht verloren, ihr müsst doch nicht online sein bei der Auslosung. Bei den wirklich teuren Keys, wenn es mal so weit kommen sollte, habe ich mir überlegt, werde ich die Online-Leute so lange Gewinner ziehen, bis Online-Leute im Endeffekt dann, bis einer der on ist, da ist. Einfach nur zwecks gleich gratulieren. Ja gut, so viel dazu. Dann sage ich mal, danke Leute für Zuschauen, YouTube, Twitch, hier bleiben. Geht noch weiter. YouTube, wir sehen uns morgen wieder. Aber like, nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann. Adios. Ciao.